Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet auf MA Games TV. Es ist Freitag heute, 24.04.2020 und wir haben wieder für euch heissesten und neuesten und informativsten von der Gaming-Branche wieder mal zusammengefasst. Es gibt ja x Nachrichten dadurch, jeden Tag irgendetwas, aber ich denke, wir haben wieder das Wichtigste von dieser Woche. Und zwar, es gibt ein neues als Star Wars und dann wird es ein Xbox One Modell geben im Cyberpunk-Look. Wird es nächstens größere Events geben oder Online-Events? Das und mehr bei der Emma News von dieser Woche. Ja, zu Star Wars kommt etwas Neues als raus. Also es ist eigentlich nur eine Importierung vom PS2 Klassiker. Und zwar reden wir hier von Star Wars Episode 1 Racer, also da das Race Game mit diesen Podrennen, wo man vom Film natürlich sehr gut gesehen hat und demonstriert wurde. Also coole Rennen vom Film her auf jeden Fall. Vom Spielerischen her ist jetzt, glaube ja, mal, ich habe es glaube ich gespielt gehabt. Ja, es war okay gewesen. Jetzt kommt das Ganze jetzt einfach auf PS4 raus und zwar mit ein bisschen aufpolierter Grafik, ein bisschen mehr Frames, glaube ich, also nicht ein riesen Ding, einfach nur ein bisschen verschönert und das war's. Das Ganze kommt digital raus, nur digital und im Splitscreen-Modus kommt noch raus und das Ganze wird 11,50 Franken kosten und es kommt am 14. Mai. Jetzt ist das Datum offiziell bekannt und zwar das Remake von SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom kommt am 23. Juni raus. Das Ganze kommt für den PC, Xbox, PS4 und Switch raus. Und es gibt noch eine ganz coole Collector's Edition mit Figuren Patrick, SpongeBob und Sandy. Oder auch also die ganz grosse ist mit allen drei und da gibt es noch eine vereinzelte nur mit dem SpongeBob. Coole Sache, coole Collector's Edition. Mal schauen, ob ich es mir mal hole. Ja, Microsoft bringt da noch ein neues Modell raus und zwar Xbox One im Cyberpunk 2077 Design. Also, es ist eine Limited Edition. Preislich wird sie wahrscheinlich wie die anderen auch schätze jetzt um die 530 Franken sein. Nehme ich jetzt mal ganz genau an. Es ist ein Terabyte, es ist ein Controller dabei. Und was ihr noch zu habt, ein Download-Code. Also, wenn Cyberpunk nachher rauskommt, dann könnt ihr den Download-Code eingeben und dann könnt ihr das Game natürlich abladen. Und die Konsole kommt im Juni ungefähr raus. Ja, Death Stranding hätte für den PC am 2. Juni rauskommen. Jetzt aber eine kleine Nachricht halt wegen der ganzen Homeoffice-Arbeit und so. In der Firma verzögert sich das Ganze ein bisschen. Und jetzt haben sie ein neues Release gesagt, und zwar der 14. Juli wird es nachher wohl hoffentlich endgültig rauskommen. Gibt es jetzt wohl wirklich in der nächsten Zeit mal endlich ein paar Online-Events? Sony hat jetzt auch schon etwas gesagt, dass sie vielleicht im Mai etwas machen wollen, so ein Online-Event. Und dort mir gewisse Zahlen zeigen und vielleicht auch etwas von der PS5. Mal abwarten. Microsoft hat sich da auch schon gemeldet und gesagt, ja, sie werden auf jeden Fall in der nächsten Zeit einige Events starten. Natürlich jetzt halt, wo die ganzen anderen Conventions wegfallen, Gamescom E3 und so, fehlt jetzt eine große Fläche und ich denke, sie werden jetzt schon nächstens etwas zeigen und vor allem eben Sony hat ein PS5 ein bisschen mehr zeigen da. Aber vielleicht werden wir schon im Mai etwas sehen. Mal abwarten. Also ich freue mich darauf, wenn sie die endlich mal zeigen. Ja, oh mein Gott. Momentan hast du einfach das Gefühl im Warzone, dass ich mich einfach jeder am Cheat ist. Du bist ab und zu unerklärliche Sachen im Wirst getroffen, wo passiert und so. Und ja, Activision hat auch bestätigt, es hat sehr viel Cheater rum und sie haben auch schon sehr viel Banned, irgendwie so über 70.000. Natürlich sind es auch viele. Ich meine, in einem Match hast du 150 Leute. Wie viele Server da gleichzeitig laufen? Ja, keine Ahnung wie viel, aber es hat zu viel auf jeden Fall. Aber Activision wird wirklich dagegen gehen. Und zwar kann man jetzt auch wirklich die Leute melden. Also, wenn man das Gefühl hat, das ist einer, der melden. Und dann bekommt man eine Nachricht darüber, dass das ein Cheater war. Und wenn sie jetzt vor allem, was ich eigentlich auch noch relativ witzig finde und gut, für die Cheater eine eigene Hölle machen. Und zwar, wenn sie den Cheater jetzt
rausfischen, dann nehmen sie den und tun sie in einen separaten Server rein, wo sie gegen andere Cheater gamen. Also im Warzone-Modus haben sie das Gefühl, sie gehen immer rein, aber sind wirklich in einem Server rein, wo sie nur gegen Cheater spielen und sich gegenseitig kaputt machen sollen und dann mal schauen, ob sie dort noch so viel Freude haben. Ja, es regt wirklich langsam auf. Ich hatte auch schon Fälle gehabt, wo ich einfach gedacht habe, es geht einfach nicht mehr und du hast einfach keine Lust mehr zum Gamen. Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr auch schon das Gefühl gehabt, es sind voller Cheater dabei gewesen? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare rein. Ja, liebe Leute von heute, das war es wieder mal von dieser Woche von der MA News. Ich hoffe, ihr seid wieder mal ein bisschen informativer und wisst wieder ein bisschen mehr, was die Szene belangt. Und wenn ihr natürlich immer ein bisschen mehr wisst und am Laufenden bleibt, dann abonniert den Kanal. Kommentiert auch immer wieder mal etwas. Und auf jeden Fall schaut noch ein bisschen auf Facebook vorbei, sind wir auch vertreten. Insta, Twitter, kann ich uns auch gerne folgen. Und in dem Fall sage ich auch wieder mal Danke fürs Hineinschauen. Schaut auf euch. Bis zum nächsten Mal.